Ja. Ja. Warum? Ja, warum? Weil wir auf Augenhöhe mit denen sprechen möchten. Und nichts ist schlimmer, jetzt zu stehen und von oben herab zu kommunizieren. Mich hat begeistert das Aufwärmspiel, in dem die Reise von Europa nach Afrika zu den Elefanten, zu den Löwen, zu den Wölfen ging. Wie viel Spaß macht Ihnen das, solche Szenarien zu entwickeln? Mir bringt es sehr viel Spaß. Das ist auch der Grund, warum der SHV immer sagt, ich soll die Bambinis übernehmen und trainieren und dann auch in den Lehrgängen fortbringen. Man muss halt ja auch ein bisschen dafür gemacht sein. Das ist so ein bisschen Entertainer. Klar, man muss sich auf die Zielgruppe einstellen können. Und ich ernte immer wieder absolute Begeisterung bei den Trainerinnen und Trainern, weil sie vielleicht dann noch nicht diesen Dreh hatten, dass man das in Geschichten verpacken kann, wie man die Kinder begeistern kann. Und das begeistert dann automatisch auch den Referenten. Ja, wir wurden für 3-3 eingeteilt. Da hatte ich mir auch. Machen wir es da. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den kleinen Lehrgang des Kreisfußballverbandes Ostdeutschland zu besuchen? Ja, also ich bin jetzt seit mehreren Jahren schon Fußballtrainer, allerdings Trainer ohne Zertifikat. Und ich finde es halt wichtig, einmal meine Basis zu stärken, dass ich vielleicht auch Sachen, die ich jetzt im Spielbetrieb nicht gelernt habe oder die man sich selber angeeignet hat, ich habe viel Autodidakt gemacht, einmal nochmal festigen kann oder vielleicht auch, wo man sich verbessern kann und auf was, worauf man achten muss. Und da finde ich das schon wichtig, dass man die Basis ruhig auch mal auffrischt und vielleicht noch ergänzt. Relativ einfach, glaube ich, ganz klassisch. Ich habe selbst Kinder. Der Ältere soll jetzt Fußball lernen und mit denen habe ich angefangen, eine Gruppe zu machen und dann ein bisschen Basis-Rüstzeug mitzukriegen. Ne? Ganz einfach. Aber jetzt sollen wir aufstehen. Ja, ja. Klaus Bischoff, wie ist der Kreisfußballverband aus Deutschland auf die Idee gekommen, einen Lehrgang für Kindertrainer, die noch keine Lizenz haben, anzubieten? Ja, wir sind da vom SAV angesprochen worden und die haben das schon mal durchgeführt im Valente, im Uwe Seeler Fußballpark. Und daraufhin haben wir uns dann eben entschlossen, so einen auch anzubieten, weil wir einfach komplett davon überzeugt sind, um den jungen Trainern und neuen Trainern eine Basic zu bieten für die neue Saison. Deswegen auch jetzt schon so früh in dem Bereich. Und würden Sie den Lehrgang als solches weiterempfehlen? Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall für die Neuen, die wirklich neu anfangen mit Kindern zu arbeiten, denke ich, ist es ein Muss. Ich selber habe 5 Kinder, bin da schon leider ein bisschen vorbelastet, in Anführungszeichen. Und wie gesagt, wir sind jetzt eine große oder eine kleine D-Jugend. Wir sind also schon ein bisschen dabei. Aber für wirklich Neue, die es noch nie gemacht haben, auf jeden Fall. Und wie viel Freude macht Ihnen die Arbeit? Mir bringt es sehr viel Spaß, mit den Trainerinnen und Trainern an der Basis zu arbeiten, weil wir sehen dann, was Woche für gut gelaunte Kinder auf den Plätzen unterwegs sind. Und auch jetzt schon die ersten Einheiten, die wir online hatten, aber jetzt auch hier in dem Präsenztag, zeigt, dass die Trainerinnen und Trainer sehr wissbegierig sind, dass sie sehr viel aufnehmen möchten, sehr viel Fragen haben, aber sie sehen auch, sie machen vieles schon richtig in den Vereinen und sie kriegen jetzt von uns das nötige Add-on noch, damit sie es noch weiter optimieren können.